Willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Wir sind immer noch im UWG. Ich sagte schon mehrmals, man muss es sozusagen von hinten nach vorne lesen, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Wir haben uns die Struktur angeschaut. Wir haben gesehen, es sind vier Kapitel. Wir haben gesehen, was in den einzelnen Kapiteln geregelt ist. Und jetzt, nachdem wir uns die Struktur klar gemacht haben, gehen wir in den Inhalt. Nicht vorher. Wenn ich also sage Details, dann meine ich Inhalt. Inhalt des ersten Kapitels. In diesem ersten Kapitel geht es um allgemeine Bestimmungen. Im Prinzip geht es darum, was unlauter ist. Das ist Thema des ersten Kapitels. Das zweite Kapitel sind dann die Rechtsfolgen. Und das dritte und das vierte Kapitel sind Verfahrens- bzw. Straf- und Bußgeldvorschriften. Also allgemeine Bestimmungen, darum geht es in diesem ersten Kapitel. Der Begriff ist nicht besonders glücklich, ne? Den hätte man treffender wählen können. Gemeint ist, es geht um den Begriff unlauter. So, und in Paragraph 1 finden wir den Zweck des Gesetzes, in Paragraph 2 finden wir Definitionen, das ist ganz typisch für solche Gesetze. Und in Paragraph 3 geht es dann zur Sache. Und den schauen wir uns genauer an. Der Paragraph 3, Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen. Und dieser Paragraph 3 besteht aus vier Absätzen. Also Paragraph 3, Struktur vor Inhalt, Absatz 1, Absatz 2, Absatz 3, Absatz 4. Immer erst die Struktur wahrnehmen und dann den Inhalt. Also, Paragraph 3 hat vier Absätze und ich werde nicht alles vorlesen, ich werde auch nicht alles hinschreiben, aber kurz stichwortartig, im Absatz 1 geht es um die Unzulässigkeit geschäftlicher Handlungen. Der Absatz 1 sagt einfach, unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig. Also unlauter gleich unzulässig, könnte man kurz zusammenfassen. Im Absatz 2 heißt es, geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten. Das UWG meint ja Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und Wettbewerb, das ist oder sind verschiedene Beziehungen. Das sind Wettbewerber untereinander und das ist die Beziehung Anbieter und Verbraucher. Das muss man also sehen, dass es hier verschiedene Konstellationen gibt. Im Absatz 2 heißt es, geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen, sind unlauter, wenn sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen. Also eine weitere Definition, wann geschäftliche Handlungen unlauter sind. Sie sind unsorgfältig und dazu geeignet, das Verhalten wesentlich zu beeinflussen, das Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen. Zum Beispiel ihn zu einer Kaufhandlung zu bringen, die er sonst nicht getätigt hätte. Also geschäftliche Handlungen. Ja, geschäftliche Handlungen und so weiter. Ja, da wird also genau beschrieben, wann sie unlauter sind. Besonders interessant ist jetzt der Absatz 3, denn der Absatz 3 verweist auf einen Anhang. Vorher hatte man das im Gesetz aufgelistet, da hat man also sehr, sehr viele Nummern gebildet. Jetzt hat man sich entschieden, im Anhang zu präzisieren, was unlauter ist. Absatz 3 lautet, die im Anhang dieses Gesetzes. Ja, wir haben gesehen, am Ende von Kapitel 4 kommt ein Anhang. Ja, wenn Sie den strukturellen Überblick haben aus den vorherigen Videos, dann wissen Sie das schon, dass da ein Anhang hinten kommt. Und zwar ein Anhang mit explizitem Bezug zum Paragraph 3 Absatz 3. Und genau da sind wir hier. Wir sind im Paragraph 3 Absatz 3. Und darauf bezieht sich der Anhang, der sich hinten an Paragraph 20 anschließt. So, und da steht,
Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets unzulässig. Und warum ist das jetzt so wichtig? Weil dieser Anhang hier konkrete Handlungen und Aktionen bestimmt. Und das ist prüfungstechnisch relevant. Denn hier kann man sehr leicht einen Fall konstruieren, den man dann über den Paragraph 3 Absatz 3 mit Hinzunehmen des Anhangs erschlagen kann. Lassen Sie mich kurz den Absatz 4 noch erwähnen und dann gehe ich auf den Anhang genauer ein. Also Absatz 4, der ist sehr lang. Der sagt in der Essenz, dass wir bei einer Gruppe von Verbrauchern auf ein durchschnittliches Mitglied abstellen müssen. Ich lese mal vor, bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern, das war hier im Absatz 2 erwähnt, ist auf den durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn es sich an eine Gruppe richtet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Und dann heißt es im Satz 2, geschäftliche Handlungen, die für den Unternehmer vorhersehbar das wirtschaftliche Verhalten nur einer eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern wesentlich beeinflussen, die aufgrund von geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, Alter oder Leichtgläubigkeit im Hinblick auf diese geschäftlichen Handlungen oder die diesen zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen besonders schutzbedürftig sind, sind aus der Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds dieser Gruppe zu beurteilen. Also, was sagt der Absatz 4 in Essenz? Zunächst einmal, dass wir von einem durchschnittlichen Verbraucher ausgehen müssen. Ja, es ist, oft ist hier im Rahmen von UWG ist die Frage, hätte man das wissen müssen? Hätte man das erkennen können? Und die Frage ist immer, wer ist man? Hätte man das erkennen können? Und da geht man vom Bild eines durchschnittlichen Verbrauchers offensichtlich aus. Und wenn man eine Gruppe anspricht, zum Beispiel eine Gruppe mit Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen, dann muss man auch hier von einem durchschnittlichen Mitglied dieser Gruppe ausgehen. Ja, also insgesamt gehen wir immer vom Durchschnitt aus. Das ist die Essenz des Absatzes 4. Okay, im nächsten Teil dieses Videos werde ich auf den Anhang genauer eingehen, der ja geknüpft ist an den Paragraph 3 Absatz 3 hier. Da ist ja eindeutig der Bezug. Und das kann prüfungstechnisch durchaus mal relevant sein. Deswegen lohnt es sich, das in einem speziellen Video nochmal genauer zu betrachten. Ja, machen wir das im nächsten Video. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.